Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Scum, Schüsse im Wald. Xarko und Hippo sind bei mir. Hi. Hallo. Moin. Moin. Jetzt eine andere Uferseite. Wie lange seid ihr, wie weit seid ihr denn hinter uns? Weiß ich nicht. Seid ihr schon bei den Steinen? Oh, jetzt höchste. Nein. Boah, scheiße. Hast du gesehen, wo die einschlagen, Sir? Nee, aber ich hab die sind direkt hier neben mir am Baum angeschlagen. Guck, fuck, ey. Ich höre Schüsse. Die kommen irgendwo von oberhalb euch. Ja, ja. Siehst du sie, Coach? Nein. Nee. Ich habe die Position gewechselt, Xar. Ich konnte da nicht bleiben. Ja, ja, passt schon. Also geht definitiv von anderen Uferseite jetzt, ja? Ja, ja, und aber in Richtung Damm zurück. Damm ja. Zurück, okay. Aber auf der anderen Uferseite. Ich sehe ihn rennen, ich sehe ihn rennen. Ja. Oben oder unten? Oben, direkt an der Kante. Oben? Was, welche Entfernung ganz, ist das? Also ganz oben? Gucke ich gerade. Ganz oben? 500 Meter, ja, ganz oben. Boah, ja, das kann ich mit meinem Kaliber vergessen. Ne? Wo denn da? Ach Mist, jetzt habe ich ihn aus dem Blickfeld verloren. Wo denn, Xar? Richtung Damm, oder? Er rennt gerade den Hügel runter. Hügel runter? Ja, Hügel runter. Ja. Hast du irgendwas, einen Anhaltspunkt, wo man... Also ganz oben oder ist er jetzt so auf halbem Weg so nach unten? Weil es gibt da so einen schmalen Weg, den kannst du so runterschlängeln dann. Ja, wir brauchen irgendeine Angabe, wo der ist. Da schießt. Bist du gesagt? Jetzt habe ich gerade... Ich habe zurückgeschossen jetzt. Achso. Und wo? Das ist schwer zu beschreiben. Versuch's doch wenigstens. Der guckt doch da unten, wohin Xar zielt. Es ist mitten im Felsen, das ein Baum. Xar ist direkt. Oh, es wird auf mich geschossen. Mitten im Felsen ein Baum. Alter, das zischt aber mal. Ja, du nimmst etwa. Bin getroffen. Wo kommen die Schüsse her? Ich sehe gerade nichts. Du weißt doch, von wo die Schüsse kommen. Ja, ich bin in League ja auch schon wieder, aber die kamen von oberhalb. Aber. Ich sehe nichts. Alter, der trifft mich immer noch. Wo? Wo zum Henker kommen die Schüsse? Ich kann das jetzt nicht sehen. Ich bin jetzt gerade fies darauf konzentriert, hier in Deckung zu gehen. Kann doch nicht wahr sein, ey. Aber die kommen jetzt eher von hinten. Die kommen schon. Tot! Kannibale! Scheiße, Alter! Die sind oberhalb, die sind also aber nicht ganz oben. Da ist ein so ein Zwischenpad, da musst du irgendwo sitzen. Ja, sag ich ja. Ja, aber schon an dem steilen Hang, oder wie? Ja. Am steilen Hang. Jetzt bauen wir uns in der Umgebung. Ja, hab ich jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Da ist irgendwas an dem Hang. Ich weiß nicht, ob das. Coach, du bist rechts von mir. Und links von mir bist du gestorben. Ob das ein Spieler ist oder was? Was ist das da? Beweg dich doch mal, komm schon. Ich kann jetzt sowieso nicht an meinen Dude ran. Also den müsst ihr erstmal ausschalten oder irgendwas. Ja, gibt's da nicht irgendeinen Fels, einen Stein oder wo du hinterliegen kannst? Ich könnte da eine Rauchgranate hinwerfen. Ja, das ist ja. Ja, dann wird einfach reingeschossen. Ja, gut, aber auf die Entfernung. Ja, keine Ahnung, war nur eine Idee. Müssen wir nicht machen. Ich sehe wieder einen. Wo? Siehst du diese zwei großen Felsen direkt untereinander? Gegenüber? Ich schieß gleich jeden Moment. 400. Siehst du das gerade klar? Jetzt rennt er. Nach links weg. Also gleich hinter dem Baum. Ich will meine Position ändern, ich sehe von hier gar nichts, wo ich bin. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich meine Leiche habe hier. So, Achtung, ich renne mal eben kurz, ich ändere meine Position. Ich bin jetzt oberhalb von Xar. Aber da sehe ich auch nichts. Auch mal. Ja, wenn du meine Leiche irgendwo siehst, sag mal Bescheid. Achso, okay. So, Xar, wohin zielst du denn? Ich ziele da zu dieser Baumgruppe auf halber Höhe. Das heißt, du ziehst ja fast auf mich?
Die ist so. Vor dir. Hä? Nein, weiter links. Also, sieht eigentlich so aus, als würdest du mit der Waffe auf mich zielen. Nein, weiter links. Okay. Wie gesagt, da ist so, so eine Baumgruppe. Auf so einem Vorsprung, ja. Ja, ja, da die sehe ich. Die behaupte ich zumindest zu sehen. Und ja? Da ist er reingerannt. Okay. Schauen wir doch mal, ob wir den vorlocken können. Du hast es weiterhin im Visier? Ja, aber wie gesagt, ich sehe nicht alles ein. Ich habe keinen Plan, ob der da noch drin sitzt oder schon wieder weggerannt ist. Lass dich besser positionieren. Besser positioniert. Gucken. Wie gesagt, das macht für mich jetzt keinen Sinn. Ja, wir müssen erstmal da eine Leiche wieder von finden. Naja, aber selbst an dem Punkt, wenn ich die jetzt finde, macht das keinen Sinn, weil ich... Weil du keinen Scope hast, ne? Ja, ich habe einen Scope in der Tasche, aber bringt mir ja alles nichts. Ja doch, du kannst es ja aufsetzen, ganz einfach. Nee, ich glaube, nee. Auf die Waffe geht dann nicht drauf. Ich kann's ja nicht mal erstmal ausrüsten, weil wenn der hat mich ja da, wo ich lag, hat er mich ja getroffen. Ja, aber die sind, glaube ich, nicht mehr auf der Position. Also ich glaube nicht, dass... Bist du gerade links von mir? Ja. Ich laufe. Ja, bei mir ist es sowieso relativ egal. Ja, ja. Pass mal auf, dass du nicht zu wenig Punkte hast, dass du hier spawnen kannst. Ja, noch kann ich einmal hier tot umfallen. Ja, dann such mal da deine Leiche. Da ist eine Drohne irgendwie. Da oben. Wo? Oh. Ja, wenn die Drohne, dann wisst ihr auch, wo der Spieler ist. Ja, theoretisch schon, aber ich behaupte, das ist eine Drohne. Weiß noch nicht, ob das eine explodierte Drohne ist. Behalte sie im Auge und wenn sie gleich wieder wegfliegt, dann war es eine. Tue ich, aber sieht aus wie eine Drohne. Es kann aber auch eine explodierte sein, die auf dem Boden liegt. Aber ich glaube, die sind weg, wenn sie explodieren. Ne? Ja, also irgendwas liegt da. Soll ich mal schießen? Also irgendwas liegt da. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist kein Stein, es ist kein Tier. Na dann warte mal. Kannst du das mir die Position sagen? Das ist ein Granatier. Die ja, das kann sagen. Mir auch gleich gekommen. Mann, wo bin ich denn hier umgekippt? Schwierig, weil ich gerade nichts sehe. Pass mal auf. Versuchen zu beschreiben. Ganz oben die Baumreihe. So. Da ist so ein. Das ist ganz schwierig zu beschreiben, Xa. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll gerade. Ja, du hast doch einen Anhaltspunkt. Die zwei Steine, die direkt. Höchster Punkt vom liegen. Berg. Den höchsten Punkt vom Berg. Aha. Da stehen noch Bäume ganz oben. Ja. So, da sind doch, wenn, eigentlich ist der höchste Punkt vom Berg so ein bisschen gerade an der Stelle, da stehen ganz viele Bäume. Wenn du diese Baumreihe nimmst, die Mitte nimmst, da wo so eine Lücke ist, zwischen diesen beiden Baumreihen. Ja. Und dann zwischen diesen, in dieser Lücke einfach mal so 10 Höhenmeter nach unten, da sind zwei Felsen nebeneinander direkt und dann rechts von dem Felsen liegt irgendwas, aber es bewegt sich seit geraumster Zeit nicht. Aber ich kann nicht näher ranzoomen. Ja, nee, ich würde weitergehen. Ich glaube, die. Ja, weitergehen. Ich möchte ganz gerne meine Leiche vorher finden. Ja? Ja, du weißt ja, wo du ungefähr liegst, oder? Nee, weiß ich nicht. Der versucht doch hier schon seit 5 Minuten. Alter, ich renne hier hin und her wie so ein Geisteskranker. Falls du was gerüdelt hast, also vielleicht. Achtet, guckt ihr mal weiter nach oben. Wenn er jetzt schießt, dann würde er auf mich schießen. Coach, guck mal, wo ich bin. Glaubst du, dass deine Leiche eher höher oder tiefer ist? Ich war auf jeden Fall in etwas hügeligen Gelände. Also ja, wie die gerannt sind, würde ich sagen, die sind jetzt gleich unten gegenüber im Wald und schießen von da aus dann. So schnell kommst du da nicht runter von da ganz oben. Da hinten. Die waren aber das geht nicht ganz so schnell. Ich bin ja letztes Mal von da oben mal gelaufen. Das ist nicht so ganz so schnell gerannt. Ja. Auf jeden Fall seid mal weg. Die kennen unsere Position, wir ihre nicht. Die sind im Vorteil. Das ist nicht korrekt, ja. Ich lauf mal ein bisschen, vielleicht kriege ich auch ein paar Schüsse provoziert, wenn nochmal irgendwo jemand ist. Ja. Hier war ich definitiv nicht. Also Coach, du warst links von mir und weiter weg noch. Aber ist ja aber nicht so weit. Doch, ich sehe dich ja, warte mal. Hier sind wir über diese Felsen drüber. Das muss da irgendwo in Hippos-Ecke sein. Oh, nee, Hippos. Wo?
Siehst du, wo ich liege? Ja. Geradeaus, auf der anderen Seite des Berges. Einfach gerade von mir aus, im 90-Grad-Winkel quasi von dir aus gesehen, auf die andere Seite. Der läuft also ziemlich oben, ziemlich weit oben am Bergkamm, läuft der links runter den Kamm. Weiter links, glaub mir's. Auf ein bisschen weiter unten, da bei dem Baum, bei der Baumreihe, jetzt ein bisschen links halten. Aber jetzt habe ich ihn auch aus dem Auge verloren. Okay. Ja, wie gesagt, ich versuche ihn mal zu ködern. Ja, cool, ja, aber so weit kann ich nicht. Ich hab ja hochgeguckt. Ungefähr so 400 Meter Entfernung von mir. So weit weg, okay. Wo? Jetzt gerade gegenüber von dir. Ich bin hinter dir, Hippo. Genau, ganz gerade auch so. Ja, aber ich sehe ihn ja jetzt auch nicht mehr. Drohne. Aber Xa. Ja. Ball. Der ist da, wenn du jetzt von hier rüber guckst, genau den Bergkamm, ist der nach links runtergelaufen. Ach, am Bergkamm, oben schon noch. Genau, ja. Also nicht genau oben, aber ja, Spitze, wollen sie, ein bisschen weiter runter. Dann genau das, was Coach gesagt hat. Genau. Dann versuchen sie da runterzulaufen. Also Xa, hab jetzt mal links das Waldstück da unten am Ende des Bergkamms so ein bisschen im Auge. Da werden die gleich irgendwann auftauchen. Okay. Meine Fresse, das gibt's doch nicht. Wo liegt der denn, alte Kadaver, ey? Gammelt vor sich hin. Oh. Ja, hier kann es überall nicht gewesen sein. Hier konnte er überall nicht einsehen von da hinten. Junge, der ist so gut getarnt, du. Bin ich mal gespannt. Komm, wir kriegen das hin. Habt ihr irgendwie, glaubt ihr, dass es mehr als einer ist? Also ich glaube, dass es mindestens zwei sind. Ja, also zwei sind es definitiv. Meinst du? Ich hätte jetzt gesagt, das ist nur einer. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es zwei sind. Ich drehe hier gleich durch. Also ich wurde da vorhin beschossen, da kamen die Kugeln, die sind aus unterschiedlichen, leicht unterschiedlichen Richtungen gekommen, da bin ich mir sehr sicher. Coach, das muss weiter rechts sein. Das kann, ja, aber das kann man nicht, Alter. Das. Vor allem, das ist auch geil. Du sagst weiter rechts, Kuja sagt weiter links. Ja, ich bin nach. Du bist doch knapp links neben mir umgekippt. Das, ich bin doch jetzt schon ein ganzes Stück hier wieder runter. Ja, Coach ist nochmal links von mir umgekippt. Naja, von mir du auch warst links. Rechts, ja, und du warst aber rechts von mir. Ja, dann ist er ja auch links neben mir umgekippt. Ja, aber weiter. Also, ach, egal. Nee, egal nicht. Ich würde sie ganz gerne finden. Ja, aber ich glaub dir das. Ich guck ja auch schon mit dir. Ich bin ja auch schon rumgelaufen und hab geguckt. Das Ding ist, ich hab halt am wenigsten Ahnung, wo du jetzt wirklich genau warst. War irgendwas. Bist du bei einem Stein, bei einem Baum umgekippt? Weißt du das wenigstens? Nee. Im hügeligen Gelände, weil ich versucht habe, hinter so einem Hügel in Deckung zu robben. Da hat er mir dann halt den Gnadenschuss verpasst. Ja, aber so weit rechts kann es auch nicht sein. Ist ja. In meinen Augen warst du hier, aber. Wird nicht sagen. Wo bist denn du, Xa? Sehe ich dich? Ach, da oben bist du, okay. Ich bin hinter dem Baumstamm, ein bisschen rechts von dir. Ja, alles klar. Dann zeigt euch hier miesen Maden. Aber echt. Verschanzen sich und snipern, ne? Immer die Liebsten. Ja gut, würden wir genauso machen. Natürlich, ach's. Wir ja nur meckern. Genau. Camper-Schweine! Camper-Schweine, genau. Camper! Sollt sie allesamt verbieten. Ich laufe hier jetzt nur mit die ganze Zeit hier abdrücken durch die Gegend, ey. Ja, das hilft ja nicht, weil das heißt, stimmt, du ja keinen Loot auf dem Boden hast. Ja. Genau, den Kadaver. Na gut, die Waffe, die du in der Hand hast, könnte eventuell getroffen sein. Die das könnte vielleicht da liegen, ja. Hopp, oh, Schlüssel. Wurde getroffen. Von links. Das ist nicht weit weg. Nö, nee, das ist schon ziemlich nah dran an euch. Da ist er tot. Tot? Ja. Und? So, das liegt jetzt an euch. Oh, der Kannibale. Sucht eure Klamotten, ey, wir müssen hier weg. Ja, willst du mich jetzt verarschen, Alter? Ich mache nichts anderes. Seid mal ruhig. Hier. Von wo kamen denn die Schüsse her? Also, ich meine, die kamen von links, auch von Hippo aus gesehen.
Ja, die sind schon auf definitiv von links. Aber nicht die auf unserer Seite. Die sind schon den Berg runter. Nee, die kommen von meiner Seite. Auf unserer Seite, da musst du ja schwimmen. Läuft gibt's gerade noch? Einer von euch hey, ich laufe. Ja. Ich raff das nicht. Wie kann der jedes Mal schießen, ohne dass man den sieht? Ich hab jetzt... Ja, der wird halt einfach irgendwo unter einen Baum robben. Dann siehst du ihn einfach nicht. Ach hier, klar, ich hab dich gefunden. Ja, ich weiß, wo ich lieg. Oder? Okay. Ich denke, das sollte ich hinkriegen. Hippo ist ja auch noch in der Nähe. Aber es ist komisch, ich bin einmal um den Baum rumgerannt und der hat mich trotzdem noch getroffen. Mann, also hier kann ich doch nicht mehr liegen, Alter. Das muss doch weiter hinten sein. Wir haben uns ja nach links bewegt jetzt. Das heißt, da kann ich doch gar nicht mehr liegen. Vielleicht suchst du zu niedrig? Warst du vielleicht höher? Ich renn doch schon alles ab hier. Da hast du eine... Kannst du mir irgendwie eine grobe Richtung geben? Ja, die werden da nicht mehr sein. Die sind ja clever. Die schießen und gehen wieder weg. Ja. Die nächste Feuerstellung. So, gute Frage. So wie man das halt macht. Theoretisch oder schon. Machen sollte, ja. Die lassen uns hier einer nach dem anderen abwandern, ne? Wieso? Ihr könnt euch doch bewegen. Da ist eine Rauchgranate da hinten. Von hier, von ganz links, ganz links rüber. Da ist eine Rauchgranate beim Fluss. Okay. Hast du die Position verändert, Hippo? Ja, ach ne, ich hab mich. Ich wollte gerade sagen, ne, du liegst da unten. Jetzt ist die Rauchgranate verzogen. Ganz scharf links. Ach, ich kriege gleich zu viele, ey. Mein Typ ist doch in der Zeit schon dreimal ein Zombie geworden. Sein. Ist auf jeden Fall sehr gut. Also Xa ist wieder ausgerüstet. Ich bin jetzt wieder da, ja. Okay, ich lauf weiter. Durchschnitt. Ja, versucht euer Glück da jetzt. Das benutzt ihr jetzt eh. Und wenn er mich jetzt erschießt, dann ist das halt so. Dann komm. Robb mal ein bisschen vor, Xa, Hippo. Ja. Sollten so nicht alle gleichzeitig bewegen, sondern einer sollte immer nur die Augen aufhalten. Jo. Ja, ich bin jetzt wieder in Deckung. Ja, dann komme ich jetzt nach. Und nach. Das ist ein Ding, oder? Ein bisschen unterhalb von dir rechts. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gefunden. Nee, ist ein Stein. Ja. Seht ihr mich? Ich seh dich, ich bin quasi direkt hinter dir. Ich lieg im Gebüsch. Da kann jetzt auch ein vorsichtig nachkommen. Ja, ich komm schon. Ich glaube, das ist ein ganz geduldiger Sniper, ne? Ja, der macht das, wie gesagt, der macht das clever. Vor allem ich kann mir halt auch vorstellen, dass der, nachdem der jetzt Xa erlegt hat, dass der jetzt das Flussufer weiter runtergelaufen ist und gleich auf unserer Seite des Ufers auftaucht. Ja, ja, aber dafür muss er rüber bis zur Stadt gehen. Ja, das ist aber nicht so wahnsinnig weit. Ja, doch, ein Stückchen ist das. Wollen wir weiterlaufen? Also, Coach und halt... Ja, bewegt euch, macht voran da. Machen wir uns weiter. Da, Hippo? Wir gehen dann mal hoch, hinter die Felsen, hinter diese großen Felsen. Dann sind wir aus Schussreichweite oder wollen wir weiterhin ein Ziel bieten? Ne, alles gut, wir können den ruhig ein bisschen umgehen, aber... Was du da machst, Kuya, das ist eine ganz blöde Idee. Wieso? Da muss er wirklich erstmal treffen. Auf dem Stein, also ganz ehrlich. Ja, dann muss er mich wirklich doch erstmal treffen, was soll ich denn machen sonst? Ich muss doch irgendwie schauen, dass ich ihn ziehe. Ich brauch doch mal freies Sichtfeld. Ich kann ja die ganze Zeit hinter dem Busch hängen und nichts sehen. Ja, gut. Ja, was willst du? Ja, ich hätte mich jetzt nicht in so ganz exponierte Position nach oben begeben, aber okay. Bin hier schon die ganze Zeit. Also augenscheinlich gibt's ihn hier nicht mehr. Ich glaube, wir können weiter. Ich habe ganz ehrlich, ich habe auch langsam keinen Bock mehr zu suchen hier. Ich weiß auch nicht, wie lange deine Leiche liegen bleibt. Mach schon eine Weile. Ja, das musst du noch, aber
Aber ich weiß auch nicht, wo ich hier noch suchen sollte. Ganz so ehrlich. Ach, Coach, ich helfe dir kurz. Schauen wir mal, ob wir. Ja, guck mal eben kurz zu zweit. Ich bleib bei dir, Xa. Okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass der uns hier nicht irgendwie gleich in die Flanke fällt. Weil da eigentlich nicht mich irgendwie die ganze Zeit mit. Lass mich da unten in den Busch reinlegen und einfach warten. Vielleicht kommt er ja angesprintet. Ja. Er wird gesprintet, bestimmt. Warum nicht? Oh, jetzt kommt hier die Stasi zu mir, ey. Ja, das ist auch immer. Ja, bei Coach ist auch gerade die Stasi auf dem Handy angekommen. Ja, fix die Drohne. Also, Nini ist es nicht mit ihrem Trupp. Ja, verpiss dich wieder, Drohne, sonst rast sie aus. Ja. Ich bin auf unserer Seite ein Stückchen in Richtung Berg gegangen, sah. Ich bin jetzt links von dir und etwas oberhalb. Okay, ich werde mich hier in den Baum reinhauen. Ja. Ach Coach, warum musst du ausgerechnet jetzt, wo wir deine Leiche suchen, zuvor in schönem Tarn ausgerüstet gewesen sein? Du hättest doch jetzt auch noch deine rote Regenjacke anhaben können, hätten wir schon nichts gefunden. Ja. Fragen über Fragen. Ich weiß auch ganz ehrlich überhaupt nicht mehr, in welcher Ecke ich hier noch suchen sollte. Guckt in Ruhe. Ja, also es ist schon wert, nochmal eine längere Zeit zu suchen, glaube ich. Ja, ich hatte jetzt auch nicht wenig dabei, aber... dann machen, ey. Warst du tendenziell mehr am Wasser oder mehr weg? Nee, ich habe mich ja zurückgezogen. Näher am Wasser hat er mich ja erwischt. Und ich lag... Also, musst du dir vorstellen, ich lag so. Und im Zurückrobben hat er mir ja einen Gnadenschuss gegeben. Das heißt, und das war so leicht hügelig, also quasi so wie hier, so wo ich jetzt stehe. Hast du noch die andere Uferseite von dir aus dem Wichser? Ja, aber nicht viel. Ich habe hier ziemlich viel Baumstämme. Weil ich nämlich schon dachte, er könnte mich in dem Winkel gar nicht mehr treffen. Aber das heißt, er war noch recht hoch und hat mich trotzdem noch gesehen. Aber ich habe ganz gut unsere Uferseite im Blick. Also ich würde ja fast wetten, er bekämpft jetzt die Brücke. Wenn es eh schon in die Richtung unterwegs ist. Ja, ich glaube auch, er ist weg, weil sonst hätte Coach und ich schon längst wieder einen Schuss hier kassiert, so offen wie wir rumlaufen. Ja gut, da hinten sieht ihr euch jetzt glaube ich nicht mehr, weil der Hügel dazwischen ist. Würde ich jetzt so nicht sehen, aber ja. Also... in der Zeit, wo wir hier suchen, hätten wir Coach auch fast neu ausgerüstet. Naja, gut, man muss den Weg ja auch noch mit berechnen. Neu ausrüsten, das Ding ist, am Damm war ja nix. Ja. Also neue Klamotten hätte ich jetzt so gehabt, ja, aber. Kann dir immer eine Pistole anbieten. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, warte mal, jetzt sind wir doch hier schon wieder viel zu nah. Immer noch viel zu weit drüben. Also wir sind auf jeden Fall über diese ersten Steine drüber, Coach. Vom Damm kommend kam doch irgendwann so ein ja. Reine Felsfläche. Da waren wir definitiv drüber. Richtig. Da bist du auch nicht mehr zurück. So. Nee. Das heißt also, alles, was jetzt zwischen Damm und Stein ist, kannst du eigentlich schon mal ausklammern. So. Ja, ich glaube, du bist auch schon viel zu weit. Also. Ja, ich bin jetzt immer. Bin jetzt immer zurück. Ich muss pinkeln. Meine Fresse, jedes Mal denke ich, ich habe mich gefunden, der ist wieder ein Stein. Kommt denn der erste, wann kommt denn die erste Steinfläche? Das ist ganz schön weit. Bist du gerade gekommen, oder? Ja, klar. Im Grunde genommen müssten wir es jetzt so rasenmäherartig abgehen hier, weißt du, so Spur für Spur. Ja. 3 Stunden später, 25 Folgen später. Ja, das ist sehr toll für deine Let's Plays. Ja, es ist eine sehr, sehr spannende... Let's Search. Und das hier. Let's Search.
Oh Gott, ey. Ja? Ich hab dich. Wo bist denn du? Nee, Quatsch. Das ist Xars Leiche. Ja, und so weit kann das schon nicht gewesen sein, weil so weit bin ich ja nicht. Würde ich so nicht sagen. Trotzdem wäre das ein bisschen komisch, wenn Coach da nackt rumliegt. Ja, das würde mich jetzt auch irritieren. Das ist eine besondere Sau, oder? Naja, liegt doch eh schon rum und gammelt. Da kann ich auch noch drauf pinkeln. Ja. Hast du jetzt auf Xar gepinkelt? Nein, nur daneben. Badi hat auf dich gepinkelt. Na, ja, ich muss mich gleich mal umdrehen und ein paar Kugeln loswerden. Hier in diesem Felsgebiet war das nicht. Ich meinte, das war links vom Felsgebiet, deshalb. Ja, aber doch nicht hier so weit, das ist ja schon. Wir kommen jetzt schon zu. Ich war doch nicht an dem Punkt, wo Xar jetzt erschossen wurde. Ja, was weiß ich? Da bin ich doch nicht umgefallen, das war doch weiter vorher. Also ich meinte, wir waren über solche Felsen hier drüber, aber es kann auch sein, dass vorne nur welche waren, keine Ahnung. Bewegst du dich gerade, Epo? Ja. Ich bewege mich. Ich komme von rechts, Xar. Ich höre auf gerade. Ja, das bin ich. Ja, wenn hier jetzt einer ist, dann werdet ihr gleich hier Büsse hören. Sauerteil. Ne? Nüffel, wirklich Nüffel. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann, ich glaube, keine Ahnung, wir geben Coach noch 5 Minuten, aber dann müssen wir weiter. Das ist schade. Einmal Loot weg wahrscheinlich. Und wir wissen immer noch nicht, wo der Kerl eigentlich ist. Das ist eine fiese Nummer hier. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.